Weißt du, worauf ich Bock hätte? Wir haben doch letztens was gefunden. Was ganz Besonderes. Da hinten. Das sind alles Wasserwege jetzt. Das soll natürlich eigentlich nicht. Aber egal, ne? Wir nehmen das hin. Wir nehmen das hin. Wir nehmen das hin. Ich würde mich gerne mal versuchen. Glänzend ist hier auch nicht schlecht. Glänzende. Und ein paar davon sind ja auch okay. Das ist total merkwürdig. Ach ja, wir nehmen das mal hin. Hier war auch nichts mehr. Ach, ich glaube, jetzt war gerade ein Geräusch da. Naja, egal. Ich krieg das noch hin auf die Reihe. So, hier war es auch nicht. Aber es war dann hier bald. Einfach mir unbedingt möchte ich, dass mich. Wow! So, jetzt. Da siehst du es, da oben. Die Barriere. Ne? Blau, so wie sie zu sein hat. Aus irgendeinem Grund war sie bei der Mod dann plötzlich rot. und rot ist nicht gut. Das muss blau sein. Das ist zwangsläufig muss das einfach blau sein. Und aus irgendeinem Grund hatte die Mod das ausgeschaltet und auch einiges am Ton verändert, was ich auch irgendwie jetzt nur teilweise wieder rekonstruieren konnte. Und das ärgert mich. So einfach ist es. Das ärgert mich. Aber ich hoffe, dass der Ton einigermaßen okay für dich ist. Schwupp. Schwupp. So, also die zwei Orks haben wir auch schon mal platt gehauen. Aber man sieht, also die machen noch ordentlichen Schaden. So. Frage ich mich halt auch so, was genau ist das hier? Was tun die hier? Wie haben die das gebaut? Es sieht besser aus als die meisten Sachen, die Menschen gebaut haben. Ist schon ein bisschen peinlich. Aber sonst? Na, einfach, ja, du schaffst es. Ist nicht mega viel sinnvolles Zeug drin, aber ich würde halt sagen, irgendwie sind das halt einfach Sachen, die sie von ja, Menschen mehr oder weniger geklaut haben. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Permatrank dabei war. Ich glaube eigentlich nicht. So Geschicklichkeitsbonus, das. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Flum, flum. Ja. Also. Das hätten wir auch. Und guck mal, die Überflutung ist auch weg. Und ich muss sagen, ich mag die Textur vom Boden sehr gerne. Ich finde die hübsch. Ich finde die hübsch. Gut. So. Genau, also so sieht man halt auch die Unterschiede von den Rüstungen, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Es lohnt sich definitiv, da zu investieren und eine stärkere Rüstung zu nehmen, weil du hast ja, ne, jetzt gesehen, also die schwere Rüstung für die Schatten ist fast genauso stark wie die eher nächsthöhere Klasse. Ich liebe Scavenger. Ich würde mir auch gerne irgendwie ein Scavenger tätowieren lassen, aber. Oder generell, ich möchte auf jeden Fall ein Gothic-Tattoo haben, aber ich bin da halt noch nicht so ganz sicher. Also irgendwie
Diego soll natürlich auch irgendwie dabei sein. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich sollen alle dabei sein. Mit so einem Ganzkörperding. Nee, keine Ahnung. Muss ich drüber nachdenken. Muss ich vor allem erstmal einen Artist finden, der genauso viel Herzblut in dieses Spiel hat fließen lassen wie ich. Weil ich glaube, so von... Also wenn ich ein Tätowierer wäre und ich soll halt irgendeinen Videogame-Charakter tätowieren, denke ich mir so, ja, pff, kann ich machen. Aber wenn ich halt ja, selber das halt auch mag, dann bin ich da gleich kreativer und überlege mir was Cooles. Also, das soll auf jeden Fall noch. Aber dann, wie gesagt, ne, es ist dann mal die eine Sache, erstmal die Idee zu haben. Ich überlasse diese Ideen eigentlich auch immer gerne. Also ich komme immer eigentlich nur mit einer Idee und sag, du, ich will das und das, weil das und das, ich mag das und das, mach mal. Und dann, ich meine, ne, die machen, das ist ihr Job, kreativ irgendwie da was zu machen, da habe ich überhaupt nicht, ne, das ist bei mir nicht, ich nix kreativ in dem Bereich. Und bin dann auch immer ziemlich beeindruckt, was am Ende dabei rauskommt. Ja. So, das als kleiner Exkurs. Sup. Dann gucken wir mal. Swum. Dip. Genau, können wir ja gleich. Ja, ich biege gerade falsch ab, aber auf der anderen Seite, ich würde auch gerne mal wissen, was Iberion zu sagen hat. Ob er überhaupt was dazu zu sagen hat. Mal gucken. Das ist nicht peinlich. So. Ja, also ich muss sagen, also die Orks scheinen auch extrem gute Baumeister zu sein. Aber gut. So. Nee, dich interessiert das nicht. Ja, dann halt nicht. Ist mir auch egal. Ist mir doch egal. Wegen, du willst mir erzählen, dass das hier alles in diesen Berg, also die haben das ja hier wirklich einfach mitten in den Felsen gejagt. Dass sie das, in 20 Jahren, wer weiß, wie lange das hier schon fertig steht. Sieht ja auch schon ziemlich verwittert aus. Wobei, sind im Sumpf. Ich glaube, es dauert nur einen Tag und dann ist alles zugewuchert. Da kannst du dem Gras beim Wachsen zugucken. Aber hey, was weiß ich schon. Verlass dich auf jemanden lieber über. So, dann tuck. Immer wieder dieselbe Leier. Kann schon sein. Das ist wirklich nicht mein Quatsch. So. Hey Mann, lass uns unseren kleinen Streit von letztens vergessen, okay? Ja. Was willst du? Ja, eh nicht. Ich habe Crawlerzang für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? In seiner Haut bin ich trotzdem nicht schön. Oh, was gibt ihr mir denn da? Also im Prinzip meiner Tränke. Hey. Mittel ist Schwachsinn. Eine Waffe ist, glaube ich, sowieso nichts Außergewöhnliches. Ist nicht. Eine Rune würde mich interessieren, was das ist.
Ich meine, wenn das die Lichtrune ist, bringt es uns jetzt auch nichts mehr. Aber ich würde es trotzdem gerne wissen, was das für eine ist. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ja, laber nicht. Gleich mal gucken, ob wir die überhaupt benutzen können, ehrlich gesagt. Mana kosten 1. Ja. Es fehlen 5. Warte. Ja, dafür brauche ich eine Stufe. Habe ich nicht. Okay. Schade. Wäre aber toll gewesen. Ja, aber stimmt. Muss man ja mit diesen blöden Ringen dann arbeiten. Nee. Hey Mann, lass uns unseren kleinen Streit von letzter Ist doch gut jetzt hier. Ich geh ab. Erz. Nimm dieses Erz als Zeichen der Dankbarkeit der gesamten Bruderschaft. Ja, vielen Dank. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Ja. Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Nicht wirklich. Du wirst angemessen entlohnt werden. Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Ich habe Crawlerzang für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. So. Wir sehen uns. Nee. Genug jetzt, rutsch mal. Okay, dann wollen wir mal sehen. Aber da sieht man es halt auch wieder, ne? Die haben einen Novizen losgeschickt. Was habe ich gesagt? Es macht keinen Sinn. Das ist nicht sicher. Vor allem nicht, wenn es um solche wichtigen Waren geht. Dann ist es kein Wunder, dass da mal was verloren geht, ehrlich gesagt. Würde ich auch sagen. Warte, musst du deine Waffe abnehmen, sonst weiß ich nicht, dass ich dich umgehauen habe. Genau. Talas, mein Gutster. Das passiert mir nicht nochmal. Ja, rauch auf. Rauch erstmal auf. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Ja und? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Jo, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen. Und dann, ja, machen wir uns in der nächsten Aufnahme auf den Weg. Ich höre nicht mehr auf das Gefase. Diesen Almanach zurückzuholen. Bis dahin. Ciao.